In den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts beginnt dieser Kautschuk-Terror. Zwei Jahrzehnte voller Mord und Wahnsinn folgen. Alle Dörfer müssen Sammelquoten erreichen. Leopold will den Profit, koste es, was es wolle. Die Kautschuk-Zapfer werden in den Dschungel geschickt und müssen teilweise auf 30 Meter hohe Bäume klettern. Ein kleiner Schnitt an der Pflanze genügt, um sie anzuzapfen. Man kann die Ranke auch durchtrennen. Dann geht es schneller, aber die Pflanze stirbt ab. Die Arbeiter, die ihre Quote nicht schaffen, werden genauso hart bestraft wie die, die sie zwar schaffen, aber dabei die Pflanzen zerstören. Der Eingeborene sammelt nicht gerne Kautschuk. Man muss ihn dazu zwingen. Die Soldaten kommen in ein Dorf. Sie beginnen zu plündern. Sie nehmen die Hühner, das Getreide, die Ziegen. Und zum Schluss treiben sie die Frauen zusammen. Die bleiben so lange ihre Geiseln, bis die geforderte Menge an Kautschuk geliefert ist. Manchmal nehmen sie Frauen als Geiseln, andere Male Kinder oder Alte. Die Frauen, die sich wehren, werden umgebracht. Andere verhungern. Die Frauen, die wir beim letzten Kommando gefangen haben, machen mir nur Ärger. Alle Soldaten wollen eine. Die Wachen, die eigentlich auf sie aufpassen sollen, nehmen den Hübschesten die Fesseln ab und vergewaltigen sie. Lebo est la première mission de l'Église presbyterienne. Luebo war die erste presbyterianische Missionsstation. Gegründet haben sie die amerikanischen Missionare Shepard und Lapsley. Shepard war ein außerordentlich mutiger Mann und er liebte das kongolesische Volk. Er lernte sogar ihre Sprache. Sie dachten, er sei der Geist ihrer toten Kinder, zurückgekehrt von den Toten. Unsere Vorfahren haben große Qualen gelitten. Als die Missionare mit Shepard kamen, hatten die Männer hier keine Frauen mehr und keine Kinder. Man hatte sie gequält, gefoltert und umgebracht. Als dann Shepard auftauchte, konnten sie wenigstens wieder Familien gründen. Dass das Dorf überhaupt überlebt hat, haben wir Shepard zu verdanken. Er setzte sich sehr für die Rechte der Eingeborenen ein. Ihm wurde schnell klar, dass die Männer so schwach waren, weil sie immer in den Dschungel mussten, um den Kautschuk zu zapfen. Wenn sie nicht genügend Kautschuk brachten, wurden sie geschlagen, ausgepeitscht oder ihnen wurden die Hände abgehackt. Die abgehackten Hände werden zu einem weiteren Symbol für Leopolds Gewaltherrschaft über den Kongo. Der Häuptling führte uns zu einem Rost aus Stöcken. Darunter brannte ein kleines Feuer. Und da lagen lauter Hände. Ich habe sie gezählt. Es waren 81. Durch das Räuchern werden die Hände konserviert, um sie später vorzeigen zu können. Weigert sich ein Dorf, Kautschuk zu liefern, schießen die Soldaten auf alle. Manche der weißen Offiziere fordern Leichenteile als Beweis, dass die ausgegebene Munition nicht fürs Jagen benutzt oder für Meutereien zurückgehalten wurde. Gehen die Soldaten also tatsächlich einmal jagen, schneiden sie einem Unschuldigen die Hand ab
um dem Offizier etwas vorweisen zu können. Shepard war außer sich über die Gräueltaten, die die Soldaten König Leopolds begingen, wie das Abhacken der Hände. Er schrieb Artikel, um der Welt von diesen Verbrechen zu berichten. Ein Parlamentsabgeordneter in Brüssel gibt, inspiriert durch die Artikel, dem monumentalen Triumphbogen Leopolds, der mit dem Geld der Kautschuk-Geschäfte finanziert wurde, den passenden Namen. Der Bogen der abgetrennten Hände. Das nahegelegene Antwerpen ist schon damals ein großes Handelszentrum. Elfenbein, Kautschuk und andere Reichtümer aus dem Kongo werden dort in großen Lagerhäusern am Hafen aufbewahrt. Eine mittelalterliche Legende besagt, dass der Antwerpener Hafen von einem Riesen kontrolliert wurde, der hohe Zölle von den einlaufenden Schiffen verlangte. Zahlte ein Kapitän nicht, hackte der Riese ihm die Hand ab und warf sie ins Wasser. Eines Tages kämpfte ein mutiger römischer Soldat gegen den Riesen. Er tötete ihn, hackte seine Hand ab und warf sie ins Wasser. Daher soll die Stadt ihren Namen haben: Handwerpen. Hände werfen. Und Hände sieht man immer noch. Überall.